Hautnah wird Ihnen präsentiert von Pure. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee. Alle Jahre wieder, nach diesem Motto sitze ich auch in diesem Jahr wieder hier und lass mich schminken, denn genau vor einem Jahr war der Schminkstand von Mann und Hummel auch hier. Da ging es im Pokal gegen Bamberg und leider gab es eine Niederlage. Am Sonntag ging es jetzt gegen Ulm und da gab es schon vor dem Spiel einige personelle Überraschungen. Wir fassen das Spiel und die Stimmen zum Spiel für Sie zusammen. Was für ein Spiel, was für ein Pokalabend in der Ludwigsburger MHP Arena. Die Riesen besiegen die bis dahin national ungeschlagenen Ulmer mit 72 zu 67 und ziehen damit ins Top-4-Finale in Berlin ein, wo sie dann am 18. Februar um 20 Uhr auf Meister Bamberg treffen. Das Spiel stand aber auch ganz im Zeichen von einigen Personalgeschichten. John Patrick hatte es erwischt, er lag erkältet im Bett, wurde aber bravourös von Assistant Coach Martin Schiller vertreten. Ja, Martin, sowas gibt's nicht alle Woche, dass man für den Headcoach einspringen muss und dann hier beim Derby im Pokal gegen Ulm. Wie war das auch für dich persönlich? Sehr aufregend natürlich. Es kam ganz kurzfristig heute Mittag, aber wir waren super vorbereitet vom Coach. Das war wirklich nur heute in Weites ausgefallen und war nicht hier, aber die Mannschaft wusste, was zu tun ist. Dann ging es. Aber für mich war es sehr aufregend natürlich. Und die Mannschaft hat es natürlich super umgesetzt, wenn man allein das erste Viertel anschaut. Da ist der Grundstein gelegt worden heute, oder? Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten ein bisschen Glück, dass Morgan früh Fouls hatte. Wir haben ihn aber auch 1-gegen-1 sehr gut verteidigt. Das ist so von beiden Seiten ein bisschen, das uns geholfen hat mit diesen guten ersten Halbzeit. Was bedeutet das für einen Verein? Top 4, Final? Oh, da müssen Sie den Präsidenten fragen. Für uns bedeutet das, dass man ja so diese charmante Chance hat, mit zwei weiteren Siegen etwas zu gewinnen. Ne? Haben uns sehr gefreut. Vor dem Spiel dann auch noch die Meldung, dass Basumana Kone die Riesen in Richtung Gießen verlässt. Das deutsche Nachwuchstalent wünscht sich mehr Spielzeit, die konnte ihm John Patrick nicht garantieren. Einen Tag davor wurde die Rückkehr von Rocky Trice zu den Barockstädtern bekannt gegeben. Trice kam gegen seinen Ex-Club direkt auf knapp 23 Minuten Spielzeit, erzielte 5 Punkte und zupfte 4 Rebounds. It's great. It's a great feeling to come back and always get a win, man. But you know, in the Pokal to get a win and move on to the top 4, it's always a special moment, man. How and why the decision coming back to Ludwigsburg? I was at home and I was getting myself back right and John, he had called me and he asked me like if you still want to play anything like that. I was like, hey man, I'm always welcome to come back, man. And we worked it out and fortunately I'm here. Ja, und dann wurde auch noch Adam Waleskowski gesichtet. Der Forward von der BG Göttingen war aber wohl nur zu Besuch im Hexenkessel MHP Arena. Ja, wir sind in den letzten Zügen meines Tattoos und blicken zusammen nochmal zurück auf die letzte Woche, denn da war rund um die Ludwigsburger MHP-Riesen auch einiges geboten. Daumen hoch für die zweite Kornwestheimer Grundschulliga, hieß es am Freitagnachmittag in der niegelnagelneuen Hannes-Reiber-Halle. Im letzten Jahr hat der Partnerverein der MHP-Riesen, die Skizunft Kornwestheim, mit der Unterstützung der Porsche Basketballakademie das Projekt ins Leben gerufen. Und die Liga für die Dritt- und Viertklässler der Kornwestheimer Grundschulen wurde auf Anhieb ein riesengroßer Erfolg. Ja, wir hatten super Feedback von den Schulen, von den Kids, von den Eltern letztes Jahr. Weshalb für uns klar war, dass wir dieses Jahr wieder die Grundschulliga ja, nochmal durchführen. Wir waren zwischen dem letzten Spieltag der ersten Grundschulliga und jetzt heute waren wir auch beim Verband eingeladen, haben dieses Thema Grundschulliga dort auch vorgetragen. Der Verband ist auf uns aufmerksam geworden und hat das Pilotprojekt, das wir durchgeführt haben, als das ideale Projekt bezeichnet, wie wir Basketball an neue Kinder ranbringen können. Das soll jetzt in anderen Standorten folgen. In Remse gibt es schon. Im Dezember hatten die dann auch ihren ersten Spieltag. Haben sich viele Dinge bei uns abgeschaut und ich denke, das spricht für sich. Ein Projekt, das also nicht nur Kornwestheims erster Bürgermeister Dietmar Allgeier unterstützt, sondern zukünftig wohl auch deutschlandweit im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht. Denn alleine die Nachfrage in Kornwestheim ist groß. Ja, wir haben dieses Jahr ein Team mehr. Die Sicherschule startet mit 2 Teams. Da hatten wir letztes Jahr 6 Kids. Dieses Jahr sind es über 20.
Also dort an der Schule hat es wohl richtig Eindruck hinterlassen. Wir haben auch letztes Jahr hatten wir insgesamt in den 5 Teams 50 Kids. Dieses Jahr sind wir bei 70 bis 80 Kids in 6 Teams. Also haben ja um die 50% mehr Kids als letztes Jahr. Und ich denke, das ist auch nochmal ein Zeichen, wie gut es letztes Jahr angekommen ist. Und wer weiß, vielleicht schafft ja einer dieser Grundschüler sogar den Sprung in den Profibereich. Die Grundschulliga ist auf jeden Fall der perfekte Einstieg für alle, die den Basketballsport kennenlernen wollen. Einer, der schon in den 70er Jahren dafür gesorgt hat, dass in den Grundschulen der Region Ludwigsburg Basketball gespielt wird, wurde ebenfalls am vergangenen Freitag von John Patrick und David McRae überrascht. Die beiden holten nämlich Günther Karsten zu Hause ab. Der bisherige Rektor der Grundschule Hoheneck geht jetzt in Ruhestand. An seinem letzten Tag fuhren die beiden Riesen den Basketballfan an seine ehemaligen Wirkungsstätten. Eine Überraschung, die Wirkung hinterlassen hat. Ja, das war also eine totale Überraschung. Ich wusste wirklich von nichts. Meine Kolleginnen, die Leute, die das organisiert haben, haben es also wirklich tatsächlich geschafft, es so hinzukriegen, dass es für mich eine ganz, ganz tolle Überraschung wurde heute Morgen. Ja, ich wusste nur, ich muss 8.45 Uhr zu Hause bereit sein. War ich und entsprechend überrascht. Ja. Der Herr Carsten ist einer der Begründer von Basketball in Ludwigsburg. Er hat Basketball AGs geleitet und es gibt hunderte Kinder, tausende Kinder, die Basketball angefangen haben wegen Herr Carsten. Und die sind zu mir gekommen, gefragt, ob ich und vielleicht ein Spieler ihn überraschen können. Und wir machen das gern. Und das, er wusste nichts davon. Es war ein super Surprise und es ist ein schöner Tag, ein kaltes Tag für uns alle. Ein Basketballverrückter verlässt also die Schulbühne. Als großer MHP-Riesenfan wird Günther Karsten aber noch lange nicht in Ruhestand gehen. Hautner 9, wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann mit unserem Hautner-Spieler der Woche zurück. Sie haben ihn eben schon gesehen, die Nummer 32, Johannes Thiemann. Natürlich, danke. Unterstützen Sie die MHP-Riesen Ludwigsburg. Basketball der Spitzenklasse am 29. Januar um 18 Uhr in der MHP-Arena Ludwigsburg. Herzlich willkommen zurück bei Hautnah und wir machen direkt weiter mit unserem Hautnah-Spieler der Woche. Dem Nationalspieler Johannes Thiemann. Was für ein Jahr für Johannes Thiemann. Nationalmannschaftsdebüt mit 22, Wechsel nach Ludwigsburg in die Easy Credit Basketball Bundesliga, Spiele in der Champions League, Auszeichnung zum besten Nachwuchsspieler der Pro A, Nominierung ins All-Star-Team, Einzug mit den Riesen ins Top-4-Finale. Hollywood könnte die Geschichte nicht besser inszenieren. Kann man so sagen. Also es ist verrückt. Es hat sich alles so schnell entwickelt. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber ich freue mich natürlich riesig, dass ich jetzt in der Situation momentan bin. Dabei ist für den gebürtigen Trierer so viel neu. Es ist seine erste komplette Erstligasaison. Dazu kommt die Doppelbelastung mit der Champions League und vielen Reisen. Es ist ganz anders. Also es ist sehr hart. Es ist sehr hart, diese Spiele. Natürlich lernt man auch viel. Und ich denke, es ist auch ein Grund, warum wir als Team so gut zusammenspielen, weil wir eben viele Spiele haben. Und diese Spiele schweißen natürlich zusammen. Ist natürlich eine ganz andere Belastung für den Körper, aber Coach macht da einen guten Job, indem er uns im Training natürlich auch vor den Spielen jetzt nicht ganz so hart rannimmt oder halt auf die Belastung Rücksicht nimmt. Die Reisen und die vielen Spiele schweißen das Team zusammen, auch wenn es in dieser Saison schon viele personelle Veränderungen gab. Der Teamgeist bei den Riesen ist top. Ja, natürlich, wir versuchen neuen Spieler beziehungsweise alten neuen Spieler so gut wie möglich aufzunehmen. Und ich denke, unser Kern ist fest. Wir sind ein super Team. Und da ist es dann auch leichter, neue Spieler zu integrieren.
Die Leistungen von Johannes Thiemann sind in der bisherigen Saison mehr als konstant. In 17 Spielen erzielte er durchschnittlich 8,4 Punkte und holte 4 Rebounds. So konstant wie Thiemann waren die Riesen selbst dagegen nicht. Doch auch der Center glaubt an das Erreichen der Ludwigsburger Ziele. Top 4, wie du gesagt hast, sind 2 Spiele. Wir versuchen da quasi die so weiter zu spielen, wie wir es heute getan haben, weiter so hart zu spielen. Und dann schauen wir mal, was im Top 4 drin ist. Natürlich wollen wir in die Playoffs kommen, das ist ganz klar. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen Abstand zum 9. Platz kriegen und dann, dass wir uns dann nach oben orientieren und ja, möglichst hoch dann am Ende in der Tabelle stehen, um einen guten Playoffs-Platz zu ergattern. Über gute Leistungen bei den MAP-Riesen hat sich der 2,5 Meter große Modellathlet ins All-Star-Team der Liga gespielt. Warum sollte er es also nicht auch ins Nationalteam bei der Europameisterschaft im Spätsommer schaffen? Natürlich, wäre die EM ist ein großer Traum von mir, würde ich sehr gern spielen. Es ist eine Riesenkonkurrenz auf den großen Positionen. Ich muss einfach hoffen, dass ich die Chance kriege, mich präsentieren kann und dann mal schauen. Hautnah wünscht Johannes Thiemann dafür viel Glück und glaubt daran, dass er sich durchboxen wird. Mit dem Blick auf die aufwendige Choreografie der Ludwigsburger Basketballfans sagen wir Tschüss. Das war Hautnah 9. Hier gibt es jetzt wie immer noch den Blick auf die aktuellen Ergebnisse und die Tabelle. Das war Hautnah. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, bleibt sportlich. Hautnah wurde Ihnen präsentiert von Pure. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee.